Ich wusste gar nicht, dass 5 Terabyte Festplatten nur noch so groß sind wie ein USB-Stick. Ja, oh, das ist ja jetzt alles nur noch auf Chip-Basis und deswegen nicht mehr allzu groß. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist das denn hier? Ach, da hast du nicht lang geerntet, deswegen ist es noch dunkel. Doch, da habe ich schon geerntet, aber da ja, ist... Ja, da hat er nicht hingestreut, das meine ich damit. Jep. Deswegen sah das gerade so ulkig aus. An der Spitze. So. Ich sag mal so, die Niere macht dann keine Probleme mehr, weil sie dann nicht mehr ist? Oder wie verstehe ich das jetzt? Das ist doch doof. Ach, der Raps muss zur Mühle. Traum. Ey, knurr nicht. Schön. Ich wollte gerade zum Tierhandel fahren. Hier wird nicht umgeknurrt. Das wäre verkehrt gewesen. Oh, es gibt Gas. Boah, der ist aber schwer, der Raps. Na? Er braucht ganz schön. Kann aber auch an der Beschädigung liegen. Ja, dann sollten wir das reparieren. Gut ist, ey. Aber es tut natürlich echt im Portemonnaie weh, ne? Das tut weh im Portemonnaie, ja. Buch. Bleib doch mal in der Spur. So. Der letzte Rest vom Schützenfest. Gib Gas. Und zum Ernten haben wir jetzt nichts, ne? Nein, ich habe aber auch noch nicht geguckt, ob noch weitere Aufträge kommen, sage ich jetzt mal so. Wenn wir den jetzt abgeschlossen haben, können wir ja mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar Aufträge nach. Hannover, sag mal, schläft hier ein. Steig mal eine aus, schieb mal. Ich bleib da mal stehen und warte auf dich. Ja. Kann ich in Ruhe ein Schlückchen Kaffee trinken? Mach das. Du weißt aber, dass Tee besser wäre, ne? Der kommt nachher noch. Der kommt nachher noch. Ich spring um die Ecke. Oh. Und ich spring nicht gerade wenig. So jetzt. Oh. In Bricket-Größe, ja, ich kenne Festplatten auch nur in Bricket-Größe. Aber beziehungsweise ich habe nur. Aber wissen tue ich schon, dass sie so klein sind, lieber Jens. Oh, Recken und Strecken. Oh, Recken. Aua. Ich kann gar nicht. Aber ich versuch's. Eieiei. Aua. Dankeschön, lieber Friedhelm. So, komm schon. Und stopp. Wir haben noch 2611 hier drin. Ja, ich habe auch noch 2391. Teemarsch, ja, dann muss ich mir erstmal einen Tee kochen. Den gibt's aber nachher. Genau. Alle 10 Jahre gönne ich mir einen neuen PC. Nee, da muss ich schon eher ran. Aber das ist, weil ich auch deutlich mehr tue damit, ne? Ich träume auch schon wieder von einem neuen PC. Ich habe mir letztens gerade erst den Laptop gegönnt, aber... Ja, das tut im Portemonnaie immer schon ein bisschen weh, wenn du so einen etwas besseren PC wirklich brauchst. Ja. Das tut im Portemonnaie immer ein bisschen weh. Komm mal langsam ran auf Meter hier. Ich bin auf dem Wege. Bin schon beim Hof. Und ich fliege. Nein, du springst wie ein Känguru. Ich hab mein Innerstes preisgegeben. Meine ist schon erwachsen, ist gerade 18 geworden. Auweia. Nee, meinen ersten habe ich nicht mehr. Der ist nur endgültig hinüber. Ich weiß gar nicht, wie alt der zweite Laptop ist, den ich hier habe. Der ist, glaube ich, auch schon.
Ja. Hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Der müsste auch schon fast auf die 10 Jahre gehen. So, wo ist er denn? Da ist er. Wir sehen wieder nichts. Jetzt. Das war's. Ja, so. Dann gehe ich jetzt mal in den Auftrag rein. Abschließen und mal nachgucken. Ich bringe den Raps weg. Feld 21 ist bei mir auch noch da zum Abschließen. Hm. Deswegen sage ich ja, da ist er noch zu sehen. Lässt sich aber nicht abschließen bei mir. So, ich schließe mal den 15 ab. Beim nächsten Nerd-Server-Neustart ist er weg. Ja, der ist verbuggt. Aber wir haben keine... Wir haben nur noch Ballenpressen. Mhm. Da ist auch wieder Feld 3 zwischen. Echt jetzt? Und nur noch ein Flügerauftrag. Nee. Ah, nee, den ist ja schon angenommen. Den oben. Der kann ich ja eigentlich... Der Flug ist zu Hause? Der Flug ist zu Hause und ich stelle dir deinen Trecker ja mit Anhänger hier gleich hin. Okay, dann muss ich ja doch nach Hause fahren. Ey, du bist so ätzend, ehrlich. Ich muss jetzt mal mein. Irgendwo hast du es hingestellt, aber... Direkt an der Zufahrt. Zwischen allen drei Feldern. Ich drehe mich wie ein Kreiselbrumm. Glaubst du, ich sehe es? Ich sehe es einfach nicht. Nee, ist zwischen... gut. Ist, ich werde es schon rausfinden. Alles gut. Okay. Alles gut. Ich werde das schon rausfinden. So, dann können wir wieder direkt an der Zufahrt zu allen drei Feldern. Ran an die Arbeit. Anfang tun wir mit Feld 20 und ich glaube dann Feld 18 und dann Feld 14. Du hast mein für mein Mähwerk. Mhm. Was ist damit? Wo ist das Teil? Der steht zwischen. Da hinten. Ey, der steht in Bagdad. Wieso steht der in Bagdad? Der steht genau zwischen den Feldern, wenn du Richtung Hof fährst. Ja, Bagdis und Bagdad. Ja. So. Los, Guide. Mach das vernünftig, sag ich dir. Mach ich immer. Naja, fast immer. Lol, der legt sich schräg drauf. Der hat sich raufgelegt von alleine, aber schräg. Okay. Naja. Wird schon runterfallen, oder? Jo. Jetzt hat er sich gerade hingelegt. Oh, ist das wieder schön, dass man das wieder auf der Karte sieht. Was gedüngt ist. Ach komm schon, der Trigger war doch gerade da. Jetzt. So. Ich melde mich mal ab und suche den Fehler im Ton. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht. Ich hoffe, dass du jetzt gerade das Handy anhast, lieber Friedhelm. Und noch hörst, wie wir dir gute Nacht sagen. Wir drücken dir die Däumchen natürlich, dass du den Fehler findest. Und dann bis morgen. Schönen guten Abend. Einen schönen Abend wünsche ich dir dann noch, Friedhelm. So rum. Oh. Du wirst ihn wohl stehen lassen haben. Nee, ich habe den ganz woanders stehen lassen. Philipp hat ihn mir ja schon gebracht. Du bist auch ein richtiger Spring ins Feld oder Spring aufs Feld wie Andrina und Philipp. Auf Andrinas Discord-Channel findest du eine ganz andere... Was? Eine ganz andere...
noch ganz andere Hopser. Mensch. Hüpfer. Okay. Aber ich bin ja gleich am Hof. Ich brauche ja gar nicht weit fahren. Nee, deswegen ja. Ach, ist das schön. Ich bin ja dahingestellt. Ist das schön. Aber ich komme hier nicht rein, das wette ich mit dir. Da muss ich einmal aufs Feld fahren, glaube ich. Ach, du meinst jetzt durch den Tunnel? Ja, ja. Ja, den würde ich gar nicht nehmen. Ich würde den anderen Eingang nehmen. Nee, ich nehme den hier. Ich fahre einmal aufs Rotkohlfeld. Weil ich glaube, du bleibst sonst, glaube ich, an der Laterne hängen. Mit dem Anhänger. Nee. Cookie, Lucky, Lucky, Cookie, guckst du hier? Nicht wahr, nicht wahr? Wie denn? Ja, guck mal. Ich sehe viermal mein Bild. Das kann nicht sein. Ah, jetzt. Mhm. Cookie, Cookie. Ah, ja. Aber bevor wir jetzt hier irgendetwas tun, nicht wahr, nicht wahr? Weil so stellen wir den natürlich nicht ab. Das geht gar nicht, ne? Schön noch Scheiben. So ist gut, ne? Schön hier noch alles düngen. Oh, fertig. Fertig, fertig. So wird ein Schuh draus. Jetzt müssen wir zweimal eine Runde fahren. Ich will einen neuen Drescher kaufen. Wieso? Ja, wenn es Schuh draus geworden ist. Jetzt müssen wir hier zwei Runden fahren. Einmal, um das Dings abzustellen und einmal, um den Drescher abzustellen. Auweia. Passt das? Ah, das war zu doll. Zu doll eingeschlagen. Oh je. So. Ah, noch ein bisschen, ne? So. Zack. Ordnung ist das halbe Leben. Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Also willst du mir erzählen, dass Olli jetzt fleißig ist, ja? So. kannst du mir verraten, wo der Flug ist? Ich fange immer dann ich das. Ich glaube, vorne neben dem Abstell, wo die Saatgut und sowas drin ist, kann das sein? Also, oder. Ah, hier steht er ja. Ich habe ihn gefunden. Ich fange immer das Suchen an, nachdem ich aufgeräumt habe. So, ja. Wo muss ich hin? Feld 9 müsste das sein. Die anderen sind nämlich meine. Oh, das ist riesig. Mhm. Aber dann brauche ich auch nur wieder die Straße nach rechts hoch. Haha. Ja, das dürfte in der Nähe sein. Sag mal, wir hatten eigentlich den Flug so dreckig da abgestellt. Keine Ahnung. Ja, ich habe da jede Menge Ahnung. Ein Gentleman genießt das schon. Ja, ja. Ich glaube, ich fall vom Glauben ab, ey. Oh, nee. Ups. Houston. Was denn? Ich habe ein Problem. Aha. Houston.
kannst du mal herkommen. Ist nicht dein Ernst, oder? Was hast du denn da gemacht? Houston, kannst du mal den Flug da rausnehmen? Ja, kann danke. Ich. Warte mal, fahr durch. Fahr durch. Achso, ich fahr durch, warte, ja. Nee. Kann man nichts zu sagen. Nee. Nein, warte. Nein, Rob. So. 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 Und runter. Und so. Bitteschön. Danke. So. Wir wollten. Entschuldigung. Feld 18. Ja, das ist gut. Siehst du? Da. Ich war's. Siehst du? Dominik war's. Oh, die 18 ist gleich daneben. Ich bin froh, dass auf dieser Strecke keine Ampeln sind. Die 18 ist fast gerade. Das ist sehr schön. Hätte ich eigentlich auch gleich aufgeklappt lassen können. Hier sind doch keine Ampeln, oder? Blitzer doch auch nicht, oder? Blitzer nicht, nee. Sofern du nicht nach links oder rechts abbiegst, nein. Das ist ein... Oh, was ist das hier? Das ist doch ein volles Feld. Was denn? Ja. Hatte ich dir doch gesagt. Boah, das ist sehr gemein. Dein Husten klingt nicht gut, Andrina. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Dankeschön, Oma Lizzie. Ja, ich glaube, die Schnupfenphase bin ich fast durch. Jetzt kommt nur die Hustenphase und dann habe ich es, glaube ich, überlebt. Das, da muss ich jetzt durch. Also alles, warte mal, aufklappen? Auf A. Hä? Ja, es ist, alles Verstecken im Büro hat nichts genützt. Es war nicht erfolgreich, sagen wir es mal so. Genau. Ich bin gerade in der Schnupfenphase. Ach scheiße, dann auch dir gute Besserung. Genau, gute Besserung nochmal von mir. Bei dem Wetter aber auch kein Wunder. Ja, naja. Ich hatte mich versteckt. Olli und mein Großer oder mein Lütter sind ja durch. Ich hatte mich extra versteckt, aber es hat nichts geholfen. Ich musste da durch, ob ich wollte oder nicht. Ja, bei euch da ist sowieso ein nasses, kaltes Wetter momentan. Oh, wow. Bin froh, dass ich wieder zu Hause bin, muss ich ehrlich sagen. Hier ist schön. Ah, Sonne. Ja, ja. Ja. Angeber. Ey, ich sehe nichts. Ja, ich hasse Bäume. Wer Bäume an Feldränder knallt, der ist echt der übelste Geselle. Schöner Feldweg zwischen den Feldern wäre auch gut. Ja. Aber du weißt, das wäre wieder zu einfach. Ja, ja. Wir haben uns große Mühe gegeben. Ja, ja. Hm. Das schützt vor Erosion. Nein, das ist verkehrt.
Ich hoffe, dass mich die Klimaanlage im Flieger nicht niederstreckt am Mittwoch. Klimaanlagen sind echt übel. Ja. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich längere Strecken fahre. Klimaanlage runterregeln. Die Regel windet es auch schon den ganzen Tag. Ah, Mist. Das ist schlimm. Vor allem, wenn man weiß, man muss raus, ob man will oder nicht, und das ist so ekeliges Wetter, dann ist das wirklich schlimm. Also mein Vorgewende war auch schon mal schöner, glaube ich. Ja, ich habe ja auch gerade so ein paar Eindellungen an dem Feld. Ja, fährt sich auch nicht so berauschend. Ich höre es bei dir. Palim, palim. Ich höre es halt. Das hören der Chat hört das ja nicht, die Zuschauer. Aber ich habe da im Ohr, was du machst. Das ist... ich muss 10.000 Mal ansetzen hier. Im Flieger lässt sich das nicht regeln, zumindest nicht von mir. Das, ja, von dir, ja. In Hotelzimmern und so, da kann man das machen. Im Flieger geht's nicht, ne? Feld 20 ist fertig. Ja, ich bin schon auf Feld 18. Ja, ich seh's. Danach also, kommt noch Feld 14. Dann sind wir ja schon fast wieder mit den Aufträgen durch, wa? Mhm. Ja, leider, es wäre ja noch Feld 10 gewesen, aber Feld 10, wie gesagt, war ja auf einmal weg. Oh, hoffentlich bleibe ich hier jetzt nicht an den Bäumchen hängen. Welche Bäumchen? Ich sehe vor lauter Bäume gar nichts. Bei uns regnet es seit 2 Wochen und ich bin immer draußen. Ist das nicht schrecklich, Jens? Ja. Regen an sich ist nicht so schlimm. Der Nieselregen ist viel schlimmer. Ich finde diesen Regen, der so wirklich in die Knochen reingeht, so, ne? Das ist. Mal so ein Regenguss ist okay, weißt du so, aber diese. Der Nieselregen. Weil das so richtig. Das ist. Du kriegst nicht mit, wenn du nass bist. Weil so leicht wie der auf den Körper aufkommt, wird der vom Körper erwärmt. Und dadurch merkst du nicht, wenn es zu spät ist. Und ich fahre ja mit dem Rad zur Arbeit. Ich kam heute Morgen klatschen. Das ist das. Ich hoffe, du bist so klug und nimmst dir trockene Klamotten mit. Regencape ist meistens immer am besten. Oder Regenklamotten. Ja, aber auf dem Fahrrad ist ja doof. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Poncho oder so trägst, ist übel. Doch, es geht. Es geht. Kommt drauf an. Jens sagt, es geht. Boah, schäm dich, Dominik, schäm dich. Nein, ich gönn's dir. Ich gönn's dir. Nein, 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 nein. Ich gönn's dir. Wirklich. Um die 30 ich muss mir mal kurz das Feld angucken. Ich glaube, wir gehen. Nein, nicht ausklappen. Wieso? Oh, hier wollte einer mich rausschubsen. Das, kann ich verstehen. Huch. Mhm. Dass er mich rausschubsen will. Was? Nein. Was? Genau. Niemals. So. Ich fange hier an. Feld 14. Oh, diese Bäume. So, Feld 14. Ich glaube, das ist das Rotkohlfeld hier, kann das sein? Tatsächlich ist es das Rotkohlfeld. Ich bin aber auch selten krank. Ich war jetzt in den letzten 3 Jahren auch selten krank. Also wirklich selten. Dass ich so jetzt von richtig krank sprechen kann, war ich nicht. Letzten 3 Jahre.